Heute erwartet mich ein Abenteuer der besonderen Art. Ich werde Höhlenforscher in eine kaum begangene Höhle begleiten, in die Heilenbecker Höhle in Ennepetal im Sauerland. Stefan Vogt und seine Kollegen erwarten mich schon. Ich habe mal deine Klamotten mitgebracht. Eine Ausrüstung, Helm. Hier sind Handschuhe, gut. Genau, ein Schlatz. Alles klar, das ist ein spezieller Höhlenanzug, ja, oder? Schliefanzug, also Schliefen ist also das Kriechen auf dem Boden. Alles klar, dann ziehe ich mich mal um. Genau. Ein Anzug fürs Kriechen auf dem Boden. Nach einem gemütlichen Spaziergang unter Tage klingt das nicht. Aber ich bin zu allem bereit. Das sieht schon ganz gut aus. Ja. Helm zu. Helm zu noch. Genau. Ja, so, wie kleine funktioniert jetzt die Lampe? Hier ist einfach oben drauf drücken. Genau. Ah, super, okay. Ist an. Okay. Na gut. Auch für die Höhlenforscher ist es ein besonderer Tag. Sie wollen heute in noch unbekannten Gängen tauchen und dabei womöglich Neuland entdecken. Heute auch ich. Oha, okay. Das sieht jetzt noch mal enger aus, ja. Ich warte unten auf dich. Okay. Und du kannst jetzt ja mal gucken, wie das genau aussieht. Genau, ich schaue mir das mal an. Genau, du schaust dir das an. Dann versuche ich das genau so zu machen. Oh mein Gott. Jetzt so kopfüber, das ist schon ein bisschen gruselig. Oh Gott! Das ist, geht einfach so steil nach unten. Okay, Augen zu und durch. Oder lieber Augen auf und durch. Was? Okay. Willkommen bei Quarks. Mein Name ist Malti Nürnkim und da ich hier stehe, habe ich diesen Einstieg offensichtlich heil überstanden. Aber das war erst der Anfang. Heute geht es um Höhlen und ich nehme Sie mit in eine mitten in NRW, die bisher nur wenige Menschen betreten durften. Wenn du nicht so gut vergleichen sein. Okay. 2 Meter geht es senkrecht runter. Ich hab's geschafft! Okay, okay. Oh. Krass. Okay. Wow! Oh, wie cool! Ja, und dann ist alles groß. Ne? Das war saucool. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich drin und willkommen in der Heilenbecker Höhle und einer der schönsten Höhlen Deutschlands. Und ab ins Dunkle. Genau. Erst wenige Menschen haben diese Tropfsteine gesehen, seitdem Stefan Vogt die Höhle vor über 30 Jahren entdeckt und vermessen hat. Hier haben wir jetzt den Höhlenplan. Da ist der Eingang. Ja. Hier ist die Kerzenhalle. Ah, okay. Ach, krass, ist das groß. Und wir wollen in die Seenhalle. Okay. Da steht jetzt noch ein ganz schöner Weg vor uns, denn da wollen wir tauchen. Da wollen wir also praktisch gucken, ob wir dort noch Neuland finden. Unsere Expedition beginnt. In der Höhle ist es nicht nur sehr feucht, sondern auch wärmer als draußen, etwa 9 Grad. Das entspricht dem Jahresdurchschnitt im Sauerland, erklärt mir Stefan. Neben Tropfsteinen gibt es hier viele andere Kalkablagerungen, in allen Formen und Farben. All das entstand über Jahrmillionen. Wie, zeigt mir Stefan an einer besonderen Stelle. Ja, hier haben wir jetzt wunderschön an der Decke frei korrodierte Korallenstöcke. Ne? Wir bewegen uns hier eigentlich in einem versteinerten Korallenriff. Also damals war es hier vor 385 Millionen Jahren 26 Grad warm und es gab hier ein Meer. Ne? Ja, Mensch. Hier in Ennepetal. Ne? Das kann man sich kaum vorstellen. Ne? Nee. Das ist tatsächlich kaum vorstellbar, dass das hier alles einmal von einem riesigen Meer bedeckt war. Doch vor 385 Millionen Jahren haben Korallen und andere Meerestiere eine dicke Gesteinsschicht hinterlassen. Grundlage für die meisten unserer Höhlen. Bei der Höhlenentstehung spielen 2 Elemente eine Rolle, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Hartes Gestein und flüssiges Wasser.
prallen sie aufeinander, passiert erst einmal wenig. Doch auch wenn das Gestein noch so hart ist, noch so widerstandsfähig, es hat eine Schwachstelle. Sein Kalkgehalt. Dabei ist Kalk eigentlich kaum wasserlöslich. Reines Wasser löst nur wenig Kalk. Aus der Luft und wenn es durch die Bodenschichten sickert, nimmt es jedoch Kohlenstoffdioxid auf. Das Gas wird von Mikroorganismen aus dem Boden freigesetzt. Es kommt zu einer chemischen Reaktion, bei der sich Kohlensäure bildet. Zunächst greift das säurehaltige Wasser entlang von Spalten und Ritzen nur die Oberfläche an. Nach und nach löst es den Kalkstein auf. Große Hohlräume können entstehen und manchmal kommt es dabei auch zu solch wunderschönen Formen, so wie hier in der Atta-Höhle in NRW. Warum? Es ist im Prinzip der umgekehrte Prozess. Während das säurehaltige Wasser durch den Kalkstein fließt, nimmt es den Kalk in sich auf. Tropft das kalkhaltige Wasser von Wänden und Decken der Höhle herunter, gibt es wieder CO2 ab. Ein wenig Kalk bleibt dabei zurück. Der Tropfstein ist geboren. Und so beschert uns die Natur diese wundersame Pracht. Über Jahrmillionen hat das Wasser tiefe Spalten in die Heilenbecker Höhle gefräst. Wollen wir mal? Ja. Es geht durch den Weißen Canyon, eine 100 Meter lange und bis zu 8 Meter tiefe Spalte. Okay. Wir müssen klettern. Ganz weit ausstrecken. Ganz weit ausstrecken. Ja, fast. Ja. Manchmal wünsche ich mir, ein paar Zentimeter größer zu sein. Nee, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Mach das ganz einfach. Guck mal, jetzt tritt einfach auf mich drauf da. Okay, ich versuche jetzt meinen Fuß auf deinen zu heben. Genau. Sicher? Ja. Okay. Ja, super. Und irgendwie geht es dann doch. Höhlenforschung, so viel ist mir inzwischen klar, ist besser als jedes Fitnesstraining. Okay. In einem Nebengang will mir Stefan etwas Besonderes zeigen. So, hier dürfen wir jetzt nichts mehr berühren. Wir sind jetzt im Blumengang. Stefan zeigt mir Eisenblüten. Tolle Bilder. Ja, Wahnsinn. Pflanzen sind das natürlich nicht, sondern Minerale. Aber sie sehen verblüffend organisch aus. Während ich mir diese wundersamen Gebilde anschaue, verstehe ich immer besser, was Menschen antreibt, in ihrer Freizeit in Höhlen zu steigen. Und ihr seid Profis, habe ich schon gemerkt, ihr seid Experten, aber ihr macht das in eurer Freizeit. Es ist ein Hobby, wenn man so will. Ja, wir machen es in unserer Freizeit. Es ist zwar mehr als ein Hobby, es ist halt semi-professionell, was wir im öffentlichen Auftrag der Behörden machen. Von daher also schon deutlich mehr als ein Hobby. Ne? Und was ist der Reiz, sich jetzt durch solche engen Schlammspalte zu schlagen? Ja, der zentrale Reiz ist im Prinzip die Entdeckung von Neuland, ne? Dieses Kolumbus-Gen. Wenn du zum ersten Mal irgendwo so ein Loch aufgemeißelt hat oder die Brechstange geht ins Leere und du guckst durch ein kleines Löchlein ins Schwarze, dann weißt du, wofür es sich lohnt. Solche Höhlen sind ja nicht nur toll und abenteuerlich, sondern es sind auch unterirdische Archive. Das heißt, alles, was oberhalb schon lange abgetragen ist, an Sedimenten, an Knochen, an sonstigen, hat sich in diesen Höhlen erhalten. Dirk Hoffmann kratzt an der Vergangenheit. Es sind nur wenige Milligramm Kalk. Aber für Hoffmann sind sie ein Fenster in die Menschheitsgeschichte. Was er dadurch sieht, kann unsere Vorstellung dieser Geschichte völlig verändern. Einige Archäologen mussten da sicherlich mehr als einmal schlucken, als wir diese Ergebnisse veröffentlicht haben. Und wir haben auch sehr viel Kritik dafür bekommen, die darauf hinausläuft, dass was nicht sein darf, das kann nicht sein. Hoffmann und seine Kollegen Joao Silao und Alistair Pike lassen sich davon nicht beirren. Hier in Andalusien, in der Höhle von Ardales, suchen sie noch mehr Belege für ihre Ergebnisse.
Darum sammeln sie Kalkproben an diesem sogenannten Deckensinter. Allerdings interessiert sie nicht der Kalk selbst. Sie haben neben und unter dem Kalk rote Ockerfarbe entdeckt. Wie kommt die Farbe hierher? Ocker kommt in der Höhle nicht natürlich vor. Für Hoffmann ist klar, das ist mit Absicht da drauf gebracht. Weil das ist ein richtiger Aufwand, das sitzt richtig in den Nischen drin, das hat da jemand reingespritzt oder reingeworfen, reingespuckt. Wir wissen nicht, wie es dran gekommen ist, aber das ist von Menschen gemacht, ganz sicher. Aber von wem genau? Hinweise würde das Alter der Farbe liefern. Das Problem? Das Alter der Farbe selbst lässt sich nicht bestimmen. Aber die Forscher können analysieren, wie alt der Kalk über der Farbe ist. Damit schließen sie auf das Mindestalter der Farbe darunter. Mit ihren Untersuchungen werfen Hoffmann und seine Kollegen neues Licht auf eine alte Frage. Wer waren Europas erste Höhlenkünstler? Vor etwa 45.000 bis 40.000 Jahren erreichten die modernen Menschen Europa. Davon, wie sie gelebt haben, erzählen heute vor allem Funde in Höhlen. Die zeigen auch, dass unter ihnen Künstler waren. Dass Höhlenkunst in Europa deutlich älter sein kann, schien lange ausgeschlossen. Die gängige Annahme ist, dass ausschließlich der moderne Mensch so etwas machen konnte. Die logische Konsequenz dann ist, dass Höhlenkunst in Europa nicht älter sein kann als 40, je nach Region 45.000 Jahre, weil erst dann der moderne Mensch hier angekommen ist. So die Theorie. Doch genau daran rütteln Hoffmann und seine Kollegen. Sie haben auch in einem anderen Bereich der Adalis-Höhle Reste von Höhlenmalerei gefunden. Hier haben sie schon Kalkablagerungen datiert. Das Ergebnis? Dass jemand diesen Sinter bemalt hat, ist mindestens 64.000 Jahre her. Also lange bevor der moderne Mensch nach Europa kam. Wer waren die Maler? Mit einem Mindestalter von 64.000 Jahren kommt nach derzeitigem Stand der Dinge ausschließlich der Neandertaler als Künstler in Frage. Und das ist natürlich eine kleine Sensation unter den Archäologen gewesen. Dass Neandertaler sich künstlerisch ausdrücken konnten, hielten viele Forscher für ausgeschlossen. Waren es auch Neandertaler, die den Deckensinter in Ardalis bemalt haben? In seinem Labor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig analysiert Hoffmann die Kalkproben. Wenn sich der Kalk, auch Kalzit genannt, ablagert, sammeln sich in seinem Inneren radioaktive Zerfallsprodukte an. Die verraten Hoffmann, wann sich das Kalzit gebildet hat. So ermittelt er, wie alt die Malerei darunter mindestens ist. Ja, das ist immer der aufregendste Augenblick bei dem Ganzen, wenn man nachher alle Daten zusammen hat und die zusammengefügt dann auch tatsächlich ein Alter ergeben. Das war sehr aufregend. Diesmal jetzt leider nicht so, dass man Hurra schreit. Die älteste Probe hier hat jetzt ein Alter von 13.000 Jahren. Das heißt, vor 13.000 Jahren hat sich das Kalzit gebildet und die rote Farbe muss davor irgendwann an die Decke gebracht worden sein. Wie lange davor, kann die Analyse nicht zeigen. Damit lässt sich in diesem Fall auch der Urheber nicht genau bestimmen. Selbstverständlich kann man nicht ausschließen, dass auch hier Neandertaler am Werk waren. Wir können es aber andererseits auch nicht damit zeigen. Dafür war das Mindestalter zu gering. Für Hoffmann geht die Suche weiter. Es gibt noch tausende undatierte Höhlenmalereien in Europa. Dirk Hoffmann hat also noch einiges zu erforschen. Und wir wünschen ihm viel Erfolg dabei. Wegen Höhlenmalereien dachte man übrigens lange, dass unsere Vorfahren auch vor allem in Höhlen lebten. Doch dieses Bild des Höhlenmenschen stimmt nicht ganz. Die Menschen in der Steinzeit lebten eher in Zelten und haben wahrscheinlich auch dort gemalt. Nur die Malereien in der Höhle blieben bis heute erhalten. So, jetzt möchte ich Ihnen aber etwas zeigen. Und zwar, was Höhlenforscher machen, um herauszufinden, um welches Gestein es sich handelt. Bei uns haben wir meistens Karsthöhlen. Karst ist ein Überbegriff für lösliche Gesteine.
Bei uns ist das meistens Kalkgestein, das sich in Anwesenheit von Wasser und Kohlenstoffdioxid auflöst. Wasser und Kohlenstoffdioxid ergibt Kohlensäure und das führt zu einer Kohlensäureverwitterung, die ganze Höhlen entstehen lassen kann. Das dauert aber sehr lange. Um das in der Praxis etwas zu beschleunigen, nimmt man im Test eine stärkere Säure, nämlich Salzsäure. Sollte man sich nicht auf die Hände und auch nicht in die Augen kommen, tropfen wir hiervon ein bisschen auf das Gestein. Hier sehen wir jetzt, es zischt und schäumt. Hier löst sich das Gestein also auf. Hier haben wir Kalkgestein. Hier passiert nichts. Das ist also kein Kalk. Das ist quasi ein To-Go-Experiment, das Höhlenforscher manchmal anwenden, wenn sie neue Höhlen entdecken. Und die werden öfter entdeckt, als man glaubt. Ennepetal, ein Wohngebiet am Rande der Stadt. Nur wenige wissen, was sich unter diesem Kanaldeckel verbirgt. Denn diese Männer und Frauen erkunden gerade Neuland. Bei Kanalarbeiten war die Höhle entdeckt worden. 2 Meter unter der Straße. Ein winziger Raum, aber vieles spricht dafür, dass das nur der Anfang ist. Wenn du mal so ein bisschen hauchst, ne, dann siehst du, dass der Luftzug hier entgegenkommt. Dann seht ihr, dass die warme Luft nach oben steigt. Ne? Und wir haben gerade CO2-Messungen gemacht. Die Luft hat relativ viel CO2. Das heißt also, sie kommt definitiv aus einem noch unbekannten Höhlensystem. Ne? Seit der Entdeckung der Höhle haben sich die Höhlenforscher schon mehrere Meter vorangegraben. Dabei stießen sie auf einen Quergang, der abwärts führt, bis zu einer Engstelle. Vor mir ist jetzt dieser Lehmkegel, der ist aus einem Schlot rausgekommen. Dahinter geht der Boden wieder runter. Und heute ist die Aufgabe, diesen Kegel zu durchstoßen und gucken, was dahinter ist. In Jahrtausenden hat sich der Gang bis zur Decke mit Sedimenten gefüllt. Und raus. Vor allem Lehm holen die Forscher aus den Gängen, aber auch Gesteinsbrocken. Uli, da sind richtig große Tropfsteine dahinter. Und ich sehe keinen Boden. Aber da kommt tierisch Luftzug raus auch. Also wir sind am richtigen Weg. Für heute haben die Höhlenforscher genug. In 2 Wochen werden sie weitermachen. Sei froh, dass du da unten warst. Mitte Januar. Seit dem letzten Mal haben sich die Höhlenforscher weiter vorgegraben. 22 Meter sind es bisher. Ein Teil des Ganges liegt nun frei. Aber dafür hat sich ein neues Hindernis aufgetan. Ja, und jetzt geht's hier oben leider nicht weiter. Der Luftzug kommt aus einer Spalte im Sandstein hier. Wenn ihr das hier seht, unter uns sieht man hier diese Kante. Wir müssten also jetzt hier die abgesackte Platte hier in der Mitte beseitigen. Und dann können wir mal gucken, ob wir da drunter in offene, große Hohlräume kommen. Mit einem elektrischen Bohrhammer will Stefan Vogt die Sandsteinplatte kleinkriegen. Nach 2 Stunden ist der Spalt breit genug für einen ersten Blick. Unter der Sandsteinschicht ist es relativ breit, bestimmt 1,5 Meter, 2 Meter. Und es geht Eingang nach links und Eingang nach geradeaus. Man sieht plötzlich keinen Boden mehr. Man weiß jetzt nicht, wie tief das ist, aber es könnte sein, dass es dahinter schon befahrbar ist. Aber dann gibt der Bohrhammer den Geist auf. Auch heute kein Durchbruch. Anfang Februar. Die Höhlenforscher haben es endlich geschafft. Sie haben den Spalt so weit aufgestemmt, dass sie sich hindurchzwängen können. Der neue Hohlraum ist riesig. Aber auch hier reicht der Lehm fast bis zur Decke.
Vieles spricht dafür, dass die Höhlenforscher tatsächlich den Anfang eines neuen Höhlensystems entdeckt haben. Womöglich sehr viel größer als die 26 Meter, die bis jetzt freigelegt sind. Die Höhlenforscher jedenfalls werden so schnell nicht aufgeben. Ich bin gespannt, was Stefan Vogt und seine Kollegen noch entdecken werden. Hier ist eine Karte mit den Höhlen in Deutschland. Es sind mehrere tausend. Sie sehen, sind vor allem in Mittel- und Süddeutschland. Das liegt daran, unter anderem, dass hier sehr viel Karstgestein ist. Sehen wir hier in Gelb. Hier können sich schöne, stabile Höhlen bilden. Im Norden haben wir vor allem Lockersedimente. Da können sich keine stabilen Hohlräume bilden. Die würden schnell zusammenfallen. Karsthöhlen, die entstehen nicht nur durch das Versickern von Wasser. Sie speichern dieses Wasser auch. Und was an diesem Wasser so spannend ist, das sehen wir jetzt. Die Blautopfhöhle in der Schwäbischen Alb ist nicht nur ein Touristenmagnet, sondern auch für Wissenschaftler relevant. In 20 Meter Tiefe befindet sich der Eingang zur Blautopfhöhle. Das Besondere an der Höhle: durch sie fließt kostbares Grundwasser. Das Spezialgebiet von Nico Goldscheider. Die Blauhöhle ist ja wirklich legendär. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal die Chance habe, da reinzukommen. Und als sich diese Chance geboten hat, habe ich keine Sekunde überlegt. 2012 gehen Goldscheider und sein Team gemeinsam mit Höhlenforschern in die Blautopfhöhle, um die Wasserwege dort zu untersuchen. Sie wollen herausfinden, ob die Blautopfhöhle mit der benachbarten Hessenhauhöhle verbunden ist. Eine These, die bislang niemand beweisen konnte. Zwei Teams bringen an unterschiedlichen Orten in beiden Höhlen Messgeräte an. Der sogenannte Tracer-Versuch beginnt. Goldscheider ist in der Blautopfhöhle und gibt roten Fluoreszenzfarbstoff ins Wasser. Das zweite Team in der Hessenau-Höhle gibt einen grünen Fluoreszenzfarbstoff in den sogenannten Karst-Grundwasserleiter ein. Karst ist sowohl eine Form von Landschaft als auch ein Grundwasserleiter aus Röhren und Höhlen. Und durch diese Röhren und Höhlen fließt eben dann auch das Grundwasser. Die Wissenschaftler kontrollieren immer wieder die Messgeräte. Wenige Tage später zeichnet sich das Ergebnis ab. Tatsächlich messen einige der Geräte sowohl rote als auch grüne Fluoreszenzpartikel. Da konnten wir tatsächlich auch durch unsere Markierungsversuche nachweisen, dass das Wasser in beiden Höhlen eben zusammenfließt und gemeinsam dann auch zum Blautopf entwässert. Es war fantastisch, mit Abstand der beste Höhlentrip, den ich je gemacht habe. Doch nicht nur die Wege des Karstgrundwassers, sondern auch seine Qualität interessiert Goldscheider. Er überprüft, ob es sich auch als Trinkwasser eignet. Das Karstgrundwasser ist global gesehen eine sehr wichtige Wasserressource für die Trinkwasserversorgung. Hat meistens auch eine sehr gute Qualität, aber ist eben auch sehr empfindlich, sehr verletzlich gegenüber Schadstoffeinträgen. Das Ausbringen von Gülle ist da sicher an vorderster Stelle zu nennen, aber auch normale Weidewirtschaft setzt natürlich Fäkalbakterien frei und natürlich aber auch häusliche Abwässer. Das Wasser fließt sehr schnell und quasi ungefiltert durch die Gesteinsspalten und Hohlräume. Alle Schmutzpartikel, die auf dem Weg ins Wasser gelangen, kommen fast ungefiltert in der Quelle an. Goldscheider misst als erstes die Temperatur. Trotz Minusgraden hat das Wasser genau wie in der Höhle 9,2 Grad Celsius. Dann prüft er zusammen mit einem Kollegen die Wasserqualität und sucht nach Hinweisen auf Bakterien und andere Fremdstoffe im Wasser. Solche Tests wollen sie künftig regelmäßig durchführen. Diese Messungen liefern einen ersten Hinweis. In dieser Stichprobe haben wir jetzt eigentlich eine sehr gute Wasserqualität gesehen, aber das ist eben nur ein Schnappschuss. Darauf kann man überhaupt nicht auf die Wasserqualität übers Jahr schließen. Das ist ja immer auch bei uns die Herausforderung, dass wir versuchen, die Systeme so gut zu verstehen, dass wir auch solche Schadstoffereignisse möglichst vorhersagen können. Auf der ganzen Welt dokumentieren Wissenschaftler Karstgrundwasserleiter.
Goldscheider und sein Team sind die Ersten, die diese Daten in einer Weltkarte bündeln. Die wurde operativ hier bei uns am KIT erstellt und beteiligt war aber ein großes internationales Team von etwa 100 externen Experten, die uns eben auch Daten geschickt haben. Die Bedeutung der Weltkarte nimmt immer weiter zu. Schon heute wird schätzungsweise ein Viertel der Weltbevölkerung mit Karstgrundwasser versorgt. Tendenz steigend. Umso wichtiger ist es, die empfindlichen Karstgrundwassergebiete vor Umweltverschmutzungen zu schützen. Karstgrundwasser ist also besonders anfällig für Umweltverschmutzungen. Warum das so ist, das können wir schön sichtbar machen mit diesen beiden Bodenmodellen. Hier haben wir ein Modell für Lockersedimente und hier eins für Karstboden. Nehmen wir jetzt mal an, dieses gefärbte Wasser sei eine Umweltverschmutzung. Und die gerät jetzt, sagen wir hier, in die Seen, aber auch direkt auf den Boden. Dann sickert das Ganze durch. Es gelangt dann auch irgendwann ins Grundwasser, aber dafür recht verdünnt und mehrfach gefiltert. Anders sieht das beim Karstboden aus. Hier haben wir feste Hohlräume. Und wenn die Umweltverschmutzung hier kommt, dann gelangt sie viel konzentrierter und schneller ins Grundwasser. Deswegen muss man bei Karstboden besonders aufpassen und Umweltverschmutzungen möglichst vermeiden. So viel zur bunten Theorie. Jetzt geht's wieder zurück ins Dunkle der Höhle. Ich möchte Sie nämlich weiter mitnehmen auf unsere Expedition. Jetzt wird's nämlich spannend. Seit mehreren Stunden bin ich jetzt mit den Höhlenforschern unterwegs. Immer weiter entfernen wir uns vom Eingang. Immer enger werden die Gänge. Und immer öfter frage ich mich, wie wir hier wohl jemals wieder rausfinden. Wie behält man hier die Orientierung, wenn man zum ersten Mal hier reinkommt? Ja, also normalerweise bei größeren Höhlen vermisst du ja. Das heißt, ich habe im Prinzip einen Höhlenplan, den zeichne ich mir, während ich diese neuen Gänge erforsche. Und dann gehe ich einfach auf meinem vermessenen Gängen wieder zurück. Dann kennst du dich aus. Genau. Das heißt, es passiert eher seltener, dass jemand verloren geht in der Höhle, also weil er nicht mehr rausfindet. Also ich wüsste nicht, dass ein Höhlenforscher schon mal verloren gegangen ist in einer Höhle. Das sind meistens Touristen, denen dann das Licht ausgeht und die dann total orientierungslos zum Beispiel um einen dieser Pfeiler rumlaufen, weil man hat sofort die Orientierung verloren. Oh je, aber das machen wir jetzt nicht. Wo müssen wir jetzt lang? Wir gehen jetzt geradeaus und den ersten rechts in den Kluftsalat. Geradeaus, den ersten rechts, alles klar. Die Höhenunterschiede in der Höhle sind zwar nicht groß, aber das ständige Rauf und Runter ist trotzdem anstrengend. Und dann wird es richtig haarig. Okay. Wir sind an einer Stelle, an der es plötzlich abwärts geht. Hier kann man nicht mehr klettern. Wir müssen uns abseilen. Oh Mann! 10 Meter geht es runter durch einen Schacht. In einer Kletterhalle habe ich so etwas schon mal gemacht. Aber abseilen in einer dunklen, klitschigen Höhle ist doch noch mal was anderes. Hier auf der Kante. Dann stell dich auf die Kante, lass dich weiter nach hinten rüberfallen. Oh Gott! Die ersten Meter geht alles gut. Moment, ich bin mit dem Kopf über. Okay, dann bitte wieder hinstellen. Geht das? Ja, Moment, jetzt bin ich wieder. Gut, okay. Ja, du bist ja auch nicht. Kopfüber in einer Höhle am Seil zu hängen, auf diese Erfahrung kann ich künftig gerne verzichten. Ich bin froh, dass ich heil unten angekommen bin. Denn Höhlen haben einen Nachteil. Wenn etwas passiert und jemand aus einer Höhle gerettet werden muss, dann hat man ein echtes Problem. In diesem Bergmassiv Thailands fing 2018 alles ganz harmlos an. Das Fußballteam Mo Pha
zu Deutsch die Wildschweine, macht am 23. Juni einen Ausflug zu einer Höhle. Doch bis zum Abend kehren sie nicht zurück. Helfer machen sich auf die Suche und finden die Fahrräder der Jungs in der Tam Luang-Höhle. Ihre Vermutung? Die Kinder wurden vom starken Regen überrascht. Der Weg nach draußen ist vom Wasser versperrt. Angehörige erreichen die Höhle. Die Helfer müssen wegen des steigenden Wassers in der Höhle ihre Suche abbrechen. Anfangs ist unklar, in welchem Höhlenabschnitt sich die Jungs befinden. Und je länger die Helfer warten, desto höher steigt das Wasser. Die Lösung? Das Wasser soll aus der Höhle gepumpt werden. Die Thai Navy Seals kommen, um dabei zu helfen. Unzählige Millionen Liter werden so ins Umland befördert, Reisfelder überflutet. 3 Tage nach dem Verschwinden der Mannschaft fordern die thailändischen Rettungshelfer britische Höhlentaucher an. Sie gehören zu den Besten der Welt und sollen die Jungs finden. Die Mission ist hochgefährlich. Das Wasser in der Höhle ist trüb und die Taucher müssen Stellen passieren, die so eng sind, dass sie dafür ihre Sauerstoffflaschen ablegen müssen. Tatsächlich entdecken sie die Kinder. How many of you? 13. Brilliant. Die Jungs fragen, wann sie nach Hause können. No, not today. Not today. There's two of us. You have to die. Nach der Freude folgt schnell Ernüchterung. Denn der Fundort der Jungs liegt rund 4 Kilometer vom Eingang entfernt. Viele Stellen sind nur unter Wasser passierbar. Doch die meisten der Jungs können nicht einmal schwimmen. Am 13. Tag nach dem Verschwinden dann der Rückschlag. Ein Taucher stirbt bei dem Versuch, Behälter mit Atemluft zu den Jungen zu bringen. Selbst für erfahrene Taucher ist der Tauchgang eine Herausforderung und kräftezehrend. Es ist der ehemalige Thai Navy Seals-Taucher Saman Gunan. Seit mehr als 2 Wochen sitzen die Jungen und ihr Trainer jetzt fest. Der Wasserstand ist etwas gesunken. Die Taucher wagen es, die ersten aus der Höhle zu holen. Betäubungsmittel sollen die Kinder dafür ruhig stellen. Je 2 Taucher begleiten dabei einen Jungen. Unter Wasser praktisch ohne Sicht. Wenn sie mit der Tauchmaske der Kinder an einen Fels stoßen und sich diese löst, würden die Jungen ertrinken. Durch die Beruhigungsmittel haben sie von der Rettung kaum etwas mitbekommen. Tatsächlich gelingt das Unglaubliche. Dank der vielen thailändischen und internationalen Helfer ist die Rettungsaktion erfolgreich. Alle 12 Jungs und ihr Trainer haben es geschafft. Die Wildschweine sind frei. Mittlerweile sind wir im hinteren Teil der Höhle angekommen. Hier werden die Gänge immer größer. Keine Canyons mehr, sondern vor allem Tunnel. Die Forscher vermuten, dass hier das Wasser sehr viel länger stand als in den vorderen Höhlenteilen. Und dann sind wir endlich da, in der Seenhalle. Die von hier abgehenden Unterwassergänge sind noch kaum erforscht. Nur Stefan Schild ist hier schon mal getaucht. Damals musste er umkehren, weil die Sicht zu schlecht wurde. Heute will er es noch mal versuchen.
Jetzt gerade das und Wasser sieht jetzt glasklar aus. Richtig. Sobald du reingehst. Ja. Sobald ich reingehe, wirbel ich hier vorne den Lehm auf. Wenn ich mehr als 5 bis 10 Sekunden anhalte, dann holt mich die Lehmwolke ein und dann sehe ich nicht mehr, ob die Lampen an sind. Und beim Rückweg musst du ja zwangsläufig auch. Der Rückweg ist komplett blind. Okay. Dafür, auch deswegen ist Höhlentauchen eines der gefährlichsten Dinge, die man tun kann, oder? Wir verwenden das klassische Hilfsmittel, eine Leine. Okay. Die nimmst du mit und danach ziehst du dich danach wieder zurück? Das sind die typischen Höhlenunfälle, dass Leute sagen, ist doch nur so ein ganz kleines Stückchen hier, so ein riesengroßer Eingang und es geht nur 5 Meter weit rein, da kann ja gar nichts passieren. Mhm. Dann schwimmen die da rein und finden den Ausgang nicht. Ja. Dafür ist eine Leine absolut Pflicht. Keinen einzigen Meter ohne Leine. Stefan Schild ist ein erfahrener Höhlentaucher. Etwas mulmig ist mir trotzdem. Denn wenn etwas passiert, kann ihm keiner helfen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Oh Gott. Stefan Schild filmt seinen Tauchgang mit seiner Helmkamera. Ein Kompass hilft ihm, im Unterwasserlabyrinth die Orientierung zu behalten. Anhand der Knoten in der Leine kann er die Strecke berechnen, die er schon getaucht ist. Sobald ein Sechstel der Luft in den Flaschen verbraucht ist, wird der Taucher umkehren. Denn der Rückweg ist oft sehr viel schwieriger zu finden als der Hinweg. Eine gute Viertelstunde ist Stefan Schild schon weg. Langsam wird es Zeit für ihn. Welcome back! Also hast du jetzt heute Neuland entdeckt beim Tauchen? Ja, nicht so viel wie erhofft, aber ich habe auf jeden Fall über 5 Meter Neuland gefunden und 2 Stellen, an denen es weitergehen kann. Inzwischen ist es Mitternacht. Jetzt freue ich mich auf eine heiße Dusche und aufs Bett. Aber erstmal müssen wir den ganzen Weg zurück. Und dann wartet ja noch eine letzte Herausforderung. Okay. Denn durch den gleichen Spalt, durch den wir reingekommen sind, müssen wir auch wieder raus. Rausziehen kann einen keiner. Man muss es aus eigener Kraft schaffen. So nah und doch so fern. Oh, gar nicht so leicht. Doch, jetzt ist es gut, klein zu sein. Jetzt kann ich mich hinten abschützen. Okay. Okay, ich hab's geschafft. Puh. Das war der Hammer. Das war. Ich weiß nicht, ob ich jemals noch mal so einen aufregenden Quarks-Dreh haben werde. Ich bin so dankbar, dass ihr mich mitgenommen habt. Ich habe einen riesen Respekt vor eurer Arbeit. Gerne, und immer wieder. Es hat sehr viel Spaß gemacht und morgen uns auch. Werde ich richtig fiesen Muskelkater haben. Nee, wirklich, vielen Dank. Nee, kein Problem. Ich bin natürlich froh, dass ich wieder heil aus der Höhle raus bin. Aber ich bin auch wirklich dankbar, dass mich die Höhlenforscher auf dieses Abenteuer mitgenommen haben. Wir waren ja echt lange in der Höhle und irgendwann haben wir uns alle auf den Boden gesetzt und unsere Helmlampen ausgemacht und einfach mal diese pure Stille und Dunkelheit genossen. Es ist wirklich eine andere Welt. Besonders lebensfreundlich ist diese Welt natürlich nicht. Wir haben zwar einmal eine Fledermaus vorbeiflattern sehen und so ein paar speziell angepasste Tiere leben auch in Höhlen. Pflanzen können aber ohne Licht hier natürlich nicht überleben. Besonders gerne werden Höhlen aber von speziellen Bakterien behaust. Und eine, die diese Bakterien auf der ganzen Welt erforscht, ist die Britin Hazel Barton. Geheimnisvolle Landschaften, außergewöhnliche Lebewesen,
aber auch unbekannte Gefahren. Eine, die das Leben in Höhlen weltweit erforscht, ist die Mikrobiologin Hazel Barton. Ich liebe die körperliche Herausforderung daran. Ich liebe es, die Möglichkeit zu haben, etwas Neues, Schönes zu sehen und dabei noch an meine Grenzen zu gehen. Sowohl als Mikrobiologin, aber auch als Mensch. Barton sucht in Höhlen auf der ganzen Welt nach den Ursachen für Antibiotikaresistenzen. Wenn Resistenzen weiterhin so schnell zunehmen, werden in den nächsten 20 Jahren Infektionskrankheiten Krebs als Haupttodesursache ablösen. Die Leche-Gia-Höhlen in New Mexico zählen unter Höhlenforschern zu den schönsten, aber auch schwierigsten Höhlen der Welt. Hier sucht Barton nach Hinweisen, wie sie Antibiotikaresistenzen rückgängig machen kann. Ich war noch nie zuvor in so einer Höhle. Das ist eine sehr heiße Wüstenhöhle. Das war schwierig für mich, denn ich bin Britin und bin mit kalten britischen Höhlen aufgewachsen. Die Strapazen lohnen sich. Barton findet hier 4 Millionen Jahre alte Mikroorganismen, die noch nie zuvor in Kontakt mit Menschen waren. Diese Mikroorganismen können unter keinen Umständen in Berührung mit Medikamenten gekommen sein. Und trotzdem waren sie gegen alle natürlichen Antibiotika resistent. Antibiotikaresistenzen sind also nicht entstanden, weil wir angefangen haben, Medikamente einzusetzen, sondern weil sie in diese Bakterien wie einprogrammiert sind. Es ist also ganz egal, was du machst, es wird immer Resistenzen geben. Wenn es Barton gelingt, den Resistenzcode dieser Bakterien zu knacken, kann sie neue Medikamente gegen Antibiotikaresistenzen entwickeln. Auch ihren Urlaub verbringt Barton am liebsten in Höhlen. Gemeinsam mit Freunden erkundet sie die Zhangkou-Dong-Höhle in China. Es gab diesen einen Gang, aus dem so viel Wind herauskam. Also sind wir ihm gefolgt bis zu einer Grube, in die wir einen Stein hineingeworfen haben. Und wir hörten ihn einfach nicht landen. Wir haben den drittgrößten Höhlenraum der Welt entdeckt. Der 400 Meter hohe Raum ist so groß, dass in ihm ein eigenes Wetter herrscht. Dicke Regenwolken schweben in der Luft. Das war eines der Highlights meines Lebens, diesen Höhlenraum zu entdecken. Für ein weiteres Forschungsprojekt fliegt Barton nach Brasilien. Sie will Höhlen untersuchen, die vermutlich durch Bakterien entstanden sind. Eine Theorie, die noch niemand beweisen konnte. Als wir dort ankamen und anfingen, in der Höhle herumzustochern, haben wir überall Bakterien gefunden. Es war, als ob die ganze Höhle lebt. Die Bakterien essen die Höhle. Weil es keinen Sauerstoff in den Wänden gibt, nutzen sie Eisen zum Atmen. Sie atmen also buchstäblich Eisen. Dadurch werden die Wände aufgeweicht. Es gibt also eine Art Kruste und die Bakterien machen diese Sachen dahinter. Und irgendwann wird das Gestein dann zu Schlamm und die Höhle. Das ist eine komplett neue Art, wie Höhlen entstehen können, die noch nie beschrieben wurde. Bakterien atmen Gestein. Höhlen sind nicht nur schön, sondern auch reich an Millionen Jahre altem Wissen, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Beeindruckende Frau, oder? Wenn Sie sich jetzt denken, Mensch, ich muss auch sofort eine Höhle erkunden. In Deutschland gibt es, wie gesagt, viele. Und die gelben, das sind alles öffentlich zugängliche Schauhöhlen. Da können Sie ja mal nachschauen im Internet, was es bei Ihnen in der Nähe so gibt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Höhlenerkunden und bis zum nächsten Mal bei Quarks. Tschüss.